Seit 1991 ist der City Cup Bestandteil des RCCO-Kalenders und damit hallo und herzlich willkommen sind wir heute bei der RCCO eSports Series zum ersten Mal zu Gast zu einem City-Rennen und zwar in Berlin. Auf der Strecke, auf der die Formel E in den letzten Jahren, in den letzten Saisons unter anderem das große Saisonfinale im letzten Jahr ausgetragen hat, starten wir heute mit unseren PS-starken Renner. Aber welche Renner das sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Der EX-Zero. EX-Zero, a sustainable beast. Zero stands for zero emissions, which is important to us because we are racing for the climate. It's a lot of fun to drive, massive horsepower, four-wheel drive, very fast. Also, a big challenge, even for professional drivers. You can slide it and still be quick, and the races are hopefully extremely entertaining to watch. This is exactly what we are looking for. And you can try it out now on R-Factor 2. Also voll elektrisch, super schnell und das der Blick auf den Kalender. Los ging's im Januar in Sandford, dann Sebring, zwei Rennen jeweils, bevor wir nach Portugal, nach Estoril gegangen sind, sind wir jetzt in Berlin auf der kürzesten Strecke mit nur 2,375 Kilometern. Überholen enorm schwer und um den Kalender fertig zu machen, das große Finale findet am 10.05. auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs statt und anschließend noch der Superfinale auf der Nordschleife. Dafür kann man sich qualifizieren, dazu aber später mehr. Erstmal genießen wir die Bilder hier aus dem Training, bevor wir gleich ins Qualifikationsrennen einsteigen werden. Insgesamt drei Runden geben uns dann Aufschluss über die Startaufstellung für Rennen 1. Im Moment starten die Fahrer, oder für das Qualifikationsrennen, starten die Fahrer in umgekehrter Reihenfolge zum Tabellenstand. Haben allerdings heute einige Ausfälle zu verzeichnen mit Stefan Baschow, der nicht dabei ist. Genauso wie Mirko Sellner und Michael Niemers, der Tabellenführer. Die drei setzen heute aus, aber ansonsten genießen alle das Formel-E-Ambiente hier auf dem Vorfeld des Berliner Flughafens in Tempelhof. Vormals das längste Gebäude der Welt. Immer noch das die längste Front in Europa und auf dem Vorfeld, auf diesen Betonplatten, die enorm reifenfressend sind, werden heute unsere Protagonisten erst um Startplätze und dann um die Punkte kämpfen. Es geht nicht nur darum, sich für das Superfinale auf der Nordschleife zu qualifizieren. Bisher haben das 9 Fahrer geschafft mit Michael Niemers, mit Wenzel, Dietzel, Kreling, Wingens, Heusen, Walter, Wippermann und Waschow. Die sind sicher dabei. Aber es gibt auch noch mehr zu gewinnen, wenn man das so will, und zwar die Teilnahme am World EX-Rennen. Die Qualifikation, da braucht man mindestens ein Podium in einem der Wertungsläufe, also nicht nur im Qualifikationsrennen, sondern in einem der beiden Rennen, von denen wir heute auch zwei sehen werden, während sich die Jungs jetzt im Hintergrund bereit machen und wir noch auf die tolle Strecke blicken, die Formel E hier einige Jahre schon besucht,
vorher natürlich designt und aufgebaut hat. Im letzten Jahr waren es gleich drei verschiedene Strecken. Einmal entgegengesetzter Fahrtrichtung und einmal noch mit leichten Veränderungen. Vor allem in der Haarnadel, in der Doppel-Linkskurve im hinteren Bereich, die dann im Geschlängel wieder zurückführt in Richtung Start und Ziel. Die Strecke schauen wir uns nachher nochmal genau an. Da hat uns Mike Rockenfeller auch eine Runde hier auf Video aufgezeichnet. Aber vorher gehen wir rein ins Qualifikationsrennen und schauen nochmal auf die Startaufstellung, auf die Teilnehmer, die wir heute haben. Es geht los, ganz vorne auf der Pole Matthias Franzen, direkt daneben Thomas Vogt. Wie gesagt, Mirko Sellner, der muss heute leider aussetzen. Roland Zumsande rutscht dafür auf die dritte Position. Manuel Wendel haben wir wieder mit dabei, genauso wie Björn Skotke, der sich hier um die Organisation kümmert. Jan Sellner, der Sohn von Mirko, auf der siebten Position vor Jens Wippermann. Dann haben wir Steffen Walter mit dabei. Ausgangsposition 9 vor Dominik Heussen. Heute nicht an der Kamera, sondern am Lenkrad. Genauso wie Bodo Kräling nicht seine Fotokamera in der Hand hat, sondern genauso wie André Dietzel im Rigsitz. Der ist der Tabellenführer von denen, die hier heute teilnehmen. Wie gesagt, der ganz vorne liegt in der Tabelle, Michael Niemers, der kann leider nicht teilnehmen. Insofern werden wir mal schauen, wer sich hier jetzt am meisten nach vorne kämpfen wird. Überholen, extrem schwierig auf dieser Strecke. Es wurde auch in der Fahrerbesprechung angesprochen, dass man sich nicht durchrempeln sollte. Wir werden viele Fehler sehen und die Jungs haben auch einige Zeit gebraucht, sich auf die Strecke einzustellen. Wir haben lange Rundenzeiten über 60 Sekunden gehabt, aber mittlerweile sind bei optimalen Bedingungen so rund 58 Sekunden drin. Wenn die Strecke frei ist, das wollen wir gleich mal sehen. Also es ist alles vorbereitet für das Qualifikationsrennen, wie schon angesprochen. Drei Runden lang werden sich die Jungs jetzt hier auf der Strecke behaken, auf den knapp 2,4 Kilometern auf dem Vorfeld des Berliner Tempelhofs. Die beiden Landebahnen liegen, wenn wir das Bild hier sehen, links davon, beziehungsweise ich muss in die andere Richtung deuten, links davon die beiden über 3 Kilometer langen Landebahnen, die sich kreuzen, hat also nichts mit dieser Fläche vor dem großen Abfertigungsgebäude zu tun. Das ist eher Taxi gewesen damals, wo die Flugzeuge dann in Richtung der Bahn rangiert sind und entsprechend auch abrasiver Asphalt bzw. Betonplatten, die hier ausgelegt wurden und die genau die Reifen des EX Zero schön abfressen, abraspeln werden. Also es gilt einmal mehr noch auf die Reifen zu achten. Bei zwei Motoren im Auto, bei der unglaublichen Leistung 1000 PS auf 1000 Kilo, also Razor Stream, das Ganze bei iRacing 2 sind wir mit dabei. Faktor 2 natürlich, habe ich da gerade vertan. Man blickt ja nicht mehr durch bei dem ganzen E-Sport, aber hier sind wir auf jeden Fall mit den EX Zero. Die Autos fahren gerade raus. Und wir freuen uns auf spannende Qualifikationsrunden, die wir hier gleich sehen werden. Manuel Wendel hat sich kurzfristig abgemeldet, kriege ich gerade aus der Regie noch mitgeteilt. Und im Moment läuft noch das Drivers Briefing, beziehungsweise ist im Moment fertig geworden. Entsprechend sind jetzt die Jungs auf der Strecke, bringen schon mal die Reifen und die Bremsen auf Temperatur, um gleich hier im Qualifikationsrennen einen optimalen Start und eine möglichst perfekte Position für das erste punktebeladene, behaftete Rennen 1 auf dem Tempelhofer Feld hier zu gewährleisten. Schön weit außen anfahren, das ist die lange Doppellinkskurve, 10 Kurven insgesamt auf dem Tempelhofer Feld. Bei Bodo Kräling, Startnummer 3. Das Auto in Gelb und Schwarz designt. Hier ist Powersports der Teamname und fahren mit ihm hier über die Ziellinie.
Und besonders interessant ist diese Kurve Nummer 1, die schier nicht mehr enden will. Geht da fast 360 Grad rum. Danach zwei sehr eckige Kurven. 2 und 3, 2x 90 Grad. Kurve Nummer 4. Und dann eine bzw. die längste Gerade auf der Strecke. Leichter Rechtsknick. Während wir hier den hinteren, den winkligen Teil der Strecke sehen. Wo man im Anschluss zurückkommt auf die Zielgerade. Ja, ausverkauftes Haus. Damals waren Zuschauer noch erlaubt bei der Formel E. Und natürlich schön, so viele Menschen auf den Tribünen zu sehen. Bei der Premiere der RCCO eSport Series hier in Berlin. Und im Übrigen die World EX, die große Serie, wenn man so will, mit vielen bekannten Namen wie Dries Vantor, Frank Bieler, Antonio Felix da Costa, dem amtierenden Formel-E-Champion, Beitz Gefisser, Romain Grosjean, Bruno Senna. Die gibt's am kommenden Donnerstag natürlich hier auf Twitch. Toll, dass ihr alle dabei seid. Und das wird ein spannendes Ding heute. Das kann ich euch versprechen. Vor dem Rennen gab's ab kurz nach 7 den RCCO Business Talk mit Peter Thuhl und Timo Scheider zum Thema WRC meets World RX, also Weltrallycross. Timo Scheider, ja unter anderem aktiv der zweifache DTM-Champion bei der Extreme E, wo er der vollelektrischen SUV-Rennserie der Streckendesigner ist für Alejandro Agag und auch den Saisonauftakt in Saudi-Arabien vor Ort besucht hat. Die St. Helena, das große Schiff, auf dem Teams und Autos platziert sind und über den Planeten schippern von Location zu Location. Ein ganz großes Spektakel. Wenn ihr Teil des RCCO Business Clubs werden wollt, einfach auf rcco.ag auf die Website schauen, anmelden. Geringer Jahresbeitrag und ihr seid dabei bei allen Talks und kommt wirklich mit großartigen Menschen in Kontakt. So, die Jungs treten sich noch ein bisschen warm. 3 Minuten noch läuft das freie Training und dann gehen wir rein in die Qualifikation. Die 3 Runden des Qualifikationsrennens, während die beiden Hauptrennen mit jeweils 12 Umläufen hier eine deutlich höhere Rundenanzahl haben, als wir das sonst kennen. Aber ich habe schon angesprochen, mit 2,4 Kilometern ist die Strecke hier auf dem Vorfeld des Berliner ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof die kürzeste im Kalender. Ich bin gerade ein bisschen überrascht gewesen. Die Attack Mode Activation Zone blinkt da noch, die es in der Formel E gibt, um Zusatzleistungen aufzusammeln. Die spielt hier natürlich keine Rolle. Die World EX-Renner sind dafür zumindest momentan nicht konzipiert, aber ich denke, da kann man in Zukunft auch das ein oder andere Zusatzfeature noch mit einbauen. Jens Wippermann beobachten wir hier im rot-weißen Renner. Sticht raus, gut zu erkennen, das einzig komplett rote Auto im Feld. Während wir hier Roland Zumsande beobachten, der wird von der 4. Position aus ins Quali-Rennen gehen. Mit dem gestrichenen Manuel Wendel haben wir dann heute, Anführungszeichen, leider nur 11 Teilnehmer, aber es wird trotzdem spannend und aufregend. Wie gesagt, überholen ist enorm schwer. Man muss da mit einem Fehler der anderen Protagonisten rechnen. Und jetzt schauen wir auf die Startaufstellung. Ploppen die Autos langsam auf. Matthias Franzen ganz vorne rechts in blau-weiß. Daneben dann Thomas Vogt in pink-weiß mit den Flamingos
auf den Radkästen. Weiter hinten dann Roland Zumsande. Das erste Auto links mit der gelben Schnauze ist Björn Skotke vor Jan Sellner. Die Hupe im Hintergrund und ab geht's. Drei Runden sind angesagt. Sponsert bei Abt, links oben im Bild zu erkennen. Toller Start, aber da geht das Gerempel schon los. Und in der Schneckenkurve 1, ja, das war's. Matthias Franzen weg von der Pole. Dafür ist Roland Zumsande jetzt ganz vorne. Den ersten Dreher sehen wir. Björn Skotke geht da in die Mauer. Auto überschlägt sich fast. Da fährt noch einer unten durch. Thomas Vogt hat sich weitestgehend aus dem Scharmützel rausgehalten. Jetzt auf der zweiten Position aktuell. Roland Zumsande, der hat alles richtig gemacht. Der Führende. Hat profitiert von dem Gemetzel in der Startphase und setzt sich da auch gleich gehörig ab. Zwei Sekunden, über zwei Sekunden mittlerweile sein Vorsprung auf Thomas Vogt. Wippermann stabil auf der dritten Position, hat einen Riesensprung gemacht, gestartet von 7. Jetzt auf der 3 unterwegs vor Dietzel, vor Walters, Gott Gewingens, von Heusen. Jan Sellner, Franzen und Bodo Kräling, der trägt die rote Lampe dem Feld hinterher. 10 Sekunden ist er zurück, macht aber gerade einen Platz gut außerhalb der Kameras. Die bleiben an der Spitze und beim Gerangel, das wir da vorne sehen. Roland Zumsande, der Führende, und der Vorsprung schmilzt hinweg wie Vanilleeis in der Sommersonne. Thomas Vogt macht da einen Riesenschritten Boden gut auf Roland Zumsande. Wippermann auch nur noch unter 2 Sekunden der Abstand auf den Führenden. Fällt relativ nah zusammen und das war's schon. 3 Runden. Gehen wir rein in den letzten Umlauf. Roland Zumsande mit bester Rundenzeit, aber knapp über 60 Sekunden. Natürlich in Kämpfe verstrickt. Dann tut man sich etwas schwerer, nach der besten Rundenzeit, Umlaufzeit zu angeln. Wenn man die Augen mehr im Rückspiegel hat als nach vorne gerichtet. Zumsande hält sich wacker. Vogt ist aber dran. Aber dem geht die Zeit, der Platz aus, da kommt der Fehler. Zumsande schlägt in die Mauer ein. Vogt geht vorbei und schnappt sich die Führung. Das war ein tolles Ding. Das sind genau die Fehler, mit denen die Jungs rechnen müssen. Gerangel um die dritte Position zwischen Wippermann und Dietzel. Wippermann in Rot. Dietzel, der VW Motorsport Kommunikationschef, auf der 4. Position. Verfolgerkamera während die 3 Runden zu Ende sind und sich Thomas Vogt die Pole schnappt, also den Sieg in diesem Quali-Rennen. Zumsande auf der 2, dann Wippermann vor Dietzel und Walter, Wingens dahinter, Heusen, Skotke, Sellner, Kräling und Franzen. Das unsere Protagonisten und das auch die Startaufstellung, mit der wir gleich in das erste Rennen gehen. Aber vorher wollen wir uns die Strecke nochmal erklären lassen und schauen auf das Ergebnis nach 3 Runden. Die ersten 3. Vogt, Zumsande und Wippermann. Ja, und bevor das Rennen losgeht, wollen wir uns einmal die Strecke näher bringen lassen. Und das tut keiner geringerer als der DTM-Champion von 2013, Le Mans-Sieger Mike Rockenfeller. Berlin, Formel-E-Strecke, was soll ich sagen? Ein Wahnsinn, mit Formel E wahrscheinlich da zu fahren. Und noch viel verrückter ist es hier mit unserem EX0 auf dieser buckligen Strecke zu fahren. Super winklig und eng. Sind jetzt hier aus der Box rausgefahren. Das war Kurve 1. Kurve 2 auch ganz eng. Man hat fast vollen Lenkeinschlag. Und ja, muss sich wirklich, wirklich rantasten. Es ist extrem leicht, hier Fehler zu machen. Einen Rhythmus zu kriegen ist sehr schwierig.
Aber das macht den Reiz wirklich aus. Und es dauert einfach ein bisschen, bis man so einen Rhythmus hat eben. Und ich versuche jetzt mal hier gleich eine saubere Runde aufs Parkett zu legen. Ich glaube, das ist schon schwer genug für mich heute. Aber ich gebe mein Bestes. Hier kommt leicht das Heck. So, jetzt sind wir hier in der letzten Kurve. Holen Schwung. Gehen auf Start-Ziel. Und fahren eben eine Runde hier in Berlin. Mit unserem EX0. Kurve 1 anbremsen. Sehr wellig. Einfach, dass man die Räder blockiert und dadurch dann natürlich die Kurve verpasst. Hier genauso Kurve 2. Man muss ganz ruhig fahren. Nicht zu früh ans Gas. Hier auch wieder sauber anbremsen. Leicht an den Körper ran, an die Mauer ran. Beim Rausbeschleunigen auch. Exit war nicht ganz optimal. So, jetzt so spät wie möglich bremsen. Heck kommt gleich unter der Bremse, das hat geholfen. Auch hier wieder sauber rausbeschleunigen. Die Kurve hier fährt man tendenziell zu schnell rein. Ist eigentlich eine tolle Passage, eine schnelle Links-Rechts-Kombination. Hier wieder eine enge Hairpin. Sauber rausbeschleunigen. Jetzt sind wir schon in der letzten Kurve. Schön mit einem Drift rein, das hat auch geholfen. So, jetzt sind wir auf Startziel und die Uhr bleibt stehen. 58,4. War jetzt nicht optimal die Runde, aber hat Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß heute Abend beim Rennen. Gebt alles, fahrt fair und genießt es. Ciao. Ja, vielen Dank, Mike Rockenfeller. Und so schlecht war es ja nicht. Wie vorhin angesprochen, über 60 Sekunden. Alles das ist Trainingszeit und um die 58, das sind schon die Runden, die einen wirklich nach vorne bringen. Das ist der Blick nochmal auf die Strecke. Optimale äußere Bedingungen. Die Formel E traditionell eher im Sommer da gewesen, im Hochsommer, im August. Da sind dann doch deutlich höhere Temperaturen noch auf dem Quecksilber der Säule abzulesen gewesen. Bereich von 40 Grad auf der Strecke, Bereich von knapp 30 Grad in der Luft. Hilft natürlich nicht beim Grip, bringt die Reifen in den Überlastungsbereich und insofern freuen sich mit Sicherheit alle Protagonisten, dass die Streckentemperatur nur in Anführungszeichen 25 Grad beträgt. Und jetzt macht man sich bereit. Hier stehen die Jungs, hier stehen die EX0s auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Ein Wahrzeichen der Hauptstadt. Und schön, dass solche Events das Stadtbild von Berlin unterstreichen, noch verbessern, noch erweitern. Und jetzt freuen wir uns auf 12 Runden heiße Rennaction. Ab geht's, wollte ich sagen, aber überhaupt nicht. So ganz war ich auch nicht konform mit der Startaufstellung. Wippermann war nämlich auf Platz 3 gelegen. Da muss der Rechner gerade noch mal durchgeschüttelt werden. Und ja, da bin ich doch zu sehen. Hallo. Also Rechner wird jetzt einmal neu gestartet, beziehungsweise die Startaufstellung neu geladen und dann sehen wir hoffentlich die Protagonisten, die gerade auch im Qualifying-Rennen vorne gelegen haben, ganz vorne in der Startaufstellung. Mike Rockenfeller hat es angesprochen, die Strecke enorm wellig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Reifen mordend und Reifen fressend auf diesen Betonplatten und der EX0, als ich ihn gefahren bin, neigt wirklich dazu, beziehungsweise je nachdem, wer am Lenkrad sitzt, die Reifen zu überbremsen, die Reifen zu überhitzen und ja, dazu noch enorm reifenmordender Untergrund. Das hilft nicht für die Fahrer, wohl aber für die Action, die wir hier von außen beobachten und beurteilen können. Also es wird gleich spannende 12 Runden geben mit höchstwahrscheinlich einigen Fehlern, wie wir es im Quali-Rennen gerade auch gesehen haben. Mit einigen Remplern, wenngleich die zu vermeiden sind. Jens Wippermann, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Race Consultant, der am Ende, beziehungsweise der Rennleiter, der am Ende zu entscheiden hat über die einzelnen Vorfälle, sind wir mal gespannt, was der heute noch auf dem Tisch hat und wie lang die Session anschließend noch gehen wird.
So, die Jungs scharren genauso mit ihren Hufen wie ich hier. Freue mich auf die 12 Runden der Veranstaltung hier in Berlin. Die vierte von insgesamt 5, die wir haben. Wie vorhin schon angesprochen, sind wir am 10.05. noch zu Gast auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Und anschließend geht es zum Superfinale auf die Nordschleife. Ich kann euch nur ans Herz legen, fahrt damit, registriert euch. Nürburgring, da könnt ihr euch noch qualifizieren. Das jetzt die richtige Startaufstellung mit Thomas Vogt auf der Pole Position, mit Roland zum Sande dahinter und jetzt Wippermann auf der dritten Position, entsprechend des Ergebnisses aus dem Qualifikationsrennen. 12 Runden sind angeschlagen. Und jetzt warten wir auf die Hupe, die uns dann ins Rennen katapultiert. Und ab geht's. Superstart von Vogt zum Sande. Etwas zögerlich auf dem Gas. Dafür hat Wippermann profitiert. Bessere, weil linke Startposition aus seiner Sicht. Zieht er durch. Zum Sande gleich 2 Positionen verloren. Wippermann jetzt auf der 2. André Dietzel dicht dahinter in Orange und Weiß. Platz 3 aktuell für den Kommunikationsprofi. Ja, einmal kurz gegen die Mauer. Tut aber nicht so weh. Carbonteile fliegen hier nicht. Wippi, hier gibt es keine Activation Zone. Mal ein bisschen eine andere Linie. Weit außen, dann rein. Warum auch nicht. Aber von hinten kommt der Angriff von Dietzel. Der zieht wieder zurück. Bleibt damit auf den ersten 5 Positionen in der angestammten Reihenfolge. Da kommt der Dreher. Dietzel dreht Wippermann fast um, kriegt selber noch einen mit von Zum Sande, der sich da hinten aber in die Mauer verabschiedet hat. Und Wippermann geht in Führung vorbei an Thomas Vogt. Hinten auf die leichte Ecke. Beide Autos aus der Stabilität raus. Und das freut André Dietzel, der Mann in Orange, jetzt der neue Führende. Vogt lässt Wippermann den Vortritt. Steigt da kurz auf die Bremse. Vogt jetzt nur noch auf Platz 3. Der Speedpool-Kommunikationsprofi. Einer der beiden Gründer neben Marc Schneider. X-facher RCCO-Champion. Und auch in der E-Sport-Series ist er mittlerweile angekommen. Hat offensichtlich etwas Zeit zum Üben gefunden. Wippermann geht vorbei an Dietzel. Die beiden behaken sich, Dietzel wieder vorn. Vogt lauert auf der 3. Position aktuell auf seine Chance. Zieht hier schon mal raus, während wir hier weiter hinten im Feld sind bei Matthias Franzen, der gerade von Wiggins aufgeschnupft wurde. Hier im papageifarbenen, knallebunten Camouflage-Auto. Und hier steht einer in der Mauer, während Wippermann die schnellste Rundenzeit von 1:02.55.2 hingetackert hat. Durch Kurve 2-3. Wippermann vorn, aber Dietzel dicht dahinter. Neue schnellste Rundenzeit von Wiggins. Er kratzt langsam an der 60-Sekunden-Marke. Wippermann wieder mit seiner exklusiven Linie. Wer fährt weit raus, geht dann spät rein. Hat Dietzel aber auch keinen Vorteil gebracht. Also so schlecht scheint die Linie nicht zu sein, die der Punkt 1-Chef hier gewählt hat. Wir schauen auf Zum Sande. Nee, wir schauen auf Steffen Walter. Das Auto mehr Mint als grün gehalten, aber gleiches Design. Wir hier auf der 4. Position finden, genau hinter diesen dreien. Und da vorne behakt man sich immer noch. Dietzel jetzt die Nase vor Jens Wippermann. Aber der E-Sport-Pionier der ersten Stunde lauert einfach in Rot-Weiß auf seine Chance. Am Volkswagen-Kommunikator wieder vorbeigehen zu können.
Schön zu erkennen, wie wellig die Strecke ist, wie sehr die Autos versetzen, vor allem auf der Bremse. Das Heck sehr instabil. Sehen wir auch bei Paul Bingens, der unter Druck steht von Scotty. Der sich, bevor er sich hochbeamt, erstmal vorbei beamen will an Bingens. Da vom Gas gegangen, um ausbrechendes Heck zu vermeiden. Während wir wieder auf den Kampf an der Spitze schauen. 5 von 12 Runden absolviert. Springt da hart über die Curbs und verliert entsprechend ein paar Meter auf André Dietzel. Thomas Vogt inzwischen relativ abgeschlagen auf der dritten Position. Gute 2 Sekunden vergehen auf die Zeit von Wippermann. Bodo Kräling auf Platz 5 aktuell unterwegs. Noch 3 Plätze hinter dem Geschehen, was wir hier mit den Kameras beobachten. Schöner Slide von Thomas Vogt auf 3 liegend, um vor Steffen Walter zu fliehen, hier in Mintweiß. Während sich Wippermann so ein bisschen noch die Kauleiste ausbeißt an Dietzel. Bodo Kräling der Erste, der die 60-Sekunden-Marke geknackt hat in seiner Umlaufzeit. Momentan auf der 5. Schöne Kameraperspektive. Wippermann führt uns hier über 2 rechts und eine Linkskurve zurück auf Start und Ziel. Dominik Heussen gehört dieses Design, Startnummer 23, der hier Jagd auf Bodo Kräling macht. Gut 7 Zehntel vergehen zwischen den beiden. Tendenz aber fallend, zumindest auf der Bremse. Hier gilt es, richtig Schwung mitzunehmen, gleich auf die Gerade. Windschatten runterducken und dann vor der Doppellinks am Ende das Auto ordentlich positionieren. Diese weite, weite Kurve mit der Activation Zone außen. Hier sehen wir es, hat er gut gemacht. Dominik Heussen, die Lücke da um 3 Zehntel zugefahren. Reißt jetzt wieder etwas weiter auf. Aber Kräling fährt stabil auf seiner 5. Position und bislang fehlerfrei. Thomas Vogt auf 3 liegend. Von hinten drückt Walter, Abstand 1 Sekunde. Softwareentwickler in der Startnummer 37. In Mintweiß sind wir hier Teamkollegen von Thomas Vogt, André Dietzel sehen. Kommt hier der nächste Angriff. Und zwar Matthias Franzen gibt da einen Platz an Jan Sellner her, der in seinem Formelkönig sitzt. Richtig anstrengend. Simulator dürfte ich auch schon mal in die Hände nehmen, wenn man das so will. Man sitzt wirklich in einem Formelkönig-Renner drinnen. Sieht in den Rückspiegeln eine Rückprojektion. 3 Laserbeamer außenrum. Riesenleinwand. Und da kommt natürlich richtiges Rennfeeling auf. Auch wenn wir die Bremsscheiben hier glühen sehen, uns Bodo Kräling gerade vorgeführt hat. Klar, Fotograf ist ein Mann des Auges. Und entsprechend beschenkt er uns hier mit tollen Bildern. Runde 9 von 12 absolviert. Bei Dominik Heussen sitzen wir aktuell auf der Haube, der immer noch Kräling vor sich sieht, aber bislang noch keinen Weg vorbeigefunden hat. Das Schreien der beiden Elektromotoren, Allradantrieb, wenn man so will. Sehr weit raus, auch Bodo Kräling, ähnlich der Linie von Jens Wippermann.
Wir sehen es an den Abständen. Dominik Heusen kommt da nicht wirklich durch. Trotz der anderen Linienwahl des Fotografen. Derweil kommt auch Walter zunehmend unter Druck von Bodo Kräling. Das freut natürlich Thomas Vogt. Der sieht nicht mehr ganz so formatfüllend den X-Zero mit der weißen Schnauze dahinter sich. Wir hier nochmal auf Paul Wingens schauen. Der sich langsam ranrobbt. Steffen Walter jetzt unter Druck. Und hier der Hinweis auf die Social Media Kanäle. Natürlich Hashtag RCCO eSport und Hashtag Vision RCCO. Das war ein unfairer Auffahrer, den wir da gerade gesehen haben. Hat dann aber entschleunigt und dem Kollegen die Vorfahrt gelassen, den er gerade hier unsanft von der Linie gebracht hat. Wir sprechen von Steffen Walter und von Bodo Kräling. Und im Hintergrund ist einer eingeschlagen. Ich bin nicht ganz sicher, wer das gewesen ist. Entweder Dominik Heusen oder, nee, es war Paul Wingens. Der hat nämlich gleich durch diesen Einschlag einiges an Plätzen, an Positionen verloren. Vogt 40 frei und das ist André Dietzel, das ist der Führende. Der hat schon mittlerweile über 7 Sekunden Vorsprung auf Jens Wippermann, Verfolger auf 2, kann aber einfach nicht das Tempo an der Spitze mitgehen. Während wir im vorletzten Umlauf sind, nur keine Fehler mehr machen, denkt sich auch Steffen Walter auf der 4. Bodo Kräling dahinter, den hat er sich bislang ganz gut vom Hals halten können. Und Kräling auch schön mitgespielt, zwar unfair aufs Heck gefahren, war aber mit Sicherheit keine Absicht, hat ja auch seinen Kollegen einfach weiterfahren lassen und hat sich nicht die Position geschnappt. Das hätte im Nachgang sicherlich Ärger gegeben, mit der Rennleitung zu größeren Diskussionen geführt. Und wer will das schon, nachträgliche Strafen zu bekommen, das tut keinem. Also Dietzel vorneweg, 8 Sekunden, wir sind im letzten Umlauf, Wippermann auf der 2, der Thomas Vogt auf 3, vor Walter Kräling, Heusen, Skotke dahinter zum Sande, Wingenzellner und Matthias Franzen momentan der Letzte im Feld. Aber unglaublich, was André Dietzel da vorlegen kann. Beim ersten Rennen hier auf dem Tempelhofer Feld. Sind wir an Bord beim Sieger, bei André Dietzel. Chapeau und herzlichen Glückwunsch, Sieger des ersten Laufs in Berlin. Beim ersten Stadtrennen der RCCO eSports Series. Wippermann wird Zweiter. Thomas Vogt, der steigt auf das niedrigste Treppchen. Aber immerhin Top 3 für den Speedpool-Gründer, für den RCCO-Gründer. RCCO, die ja in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Schön eingeplankt, würde ich sagen, Roland zum Sande. Etwas abrupt zum Stehen gekommen. Und wir schauen nochmal auf das Rennergebnis mit Dietzel, Wippermann und Vogt auf den ersten 3 Plätzen. Dann Walter Kräling-Heusen 4-6, Skotke zum Sande, Wingens und Sellner in den Top 10. Das hat sich doch durchaus gelohnt, hier zuzuschauen. Schöne Positionskämpfe, die wir gesehen haben. Wenig Fehler, ich bin überrascht. Deutlich weniger Gerangel als im Qualifikationsrennen. Aber man hat ja über die 12 Runden auch etwas mehr Zeit, sich die Linien der Kontrahenten anzuschauen und sich entsprechend einzustellen, die Stelle zu suchen, wo man den Angriff setzen kann. Aber ich muss sagen, ihr habt alle ordentlich geübt. Dank an alle Protagonisten. Das war ein tolles Rennen, was man sich hier ganz entspannt zu Gemüte führen konnte. Vielleicht etwas mehr Action im zweiten Lauf. Klar, nicht im Sinne der Rennfairness,
der sportlichen Fairness, aber durchaus actionreich, wenn hier noch etwas mehr Gerangel passiert, wenn man sich zu zweit, zu dritt in die Kurve reinbremst. Vorkommnisse in der Schneckenkurve ein. Das haben wir ja zu Rennstart beim ersten Lauf gerade ordentlich gesehen. Auch im Qualifikationsrennen ging es da drunter und drüber. Und umso mehr freuen wir uns jetzt auf den zweiten Lauf hier. Erneut 12 Runden auf dem Tempelhofer Feld, beziehungsweise dem Vorfeld des Flughafens. Extrem wellige Piste, haben wir von Mike Rockenfeller schon mal gehört. Es ist die vierte Veranstaltung der RCCO eSport Series, während im Hintergrund gerade die Strecke neu lädt. Gleiche Außenbedingungen, gleicher Tag und das zweite Rennen des heutigen Tages, das achte insgesamt von 10, die wir im Kalender haben, plus das große Superfinale, also 10.05. der Termin, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet, wenn ihr dabei sein wollt. Bei der RCCO eSport Series, wie hinter mir unschwer zu erkennen. Und nochmal der Hinweis an die RCCO World EX, die am nächsten Donnerstag hier auf Twitch gestreamt wird. Also kann ich euch nur ans Herz legen, seid dabei, schaut vorbei auf rcco.ag, der Website, wo ihr alle Informationen über Fahrer, über die Autos, über die Strecken bekommt und natürlich auch über den RCCO Business Club, bei dem immer wieder schöne Talks stattfinden, heute unter anderem mit Peter Thuhl und mit Timo Scheider. So, die Jungs machen sich bereit, sind wir mal gespannt, wie die Action jetzt beim zweiten Lauf stattfindet. Und die Regelmacher, aka Thomas Vogt, haben sich überlegt, dass die Startaufstellung beim zweiten Lauf in umgekehrter Reihenfolge stattfindet. Wie beim ersten, nicht, dass sich André Dietzel da gleich von vornherein um 10, 20 Sekunden nach vorne absetzt. Nein, der hat jetzt den langen Weg von ganz hinten nach ganz vorn zu gehen. Darf erstmal schön 11 Autos überholen, beziehungsweise 10. Sich selber braucht er nicht überholen, damit er wieder in Führung ist. Also, wir freuen uns auf einen spannenden zweiten Lauf hier auf dem Tempelhofer Feld. Ich sehe, die ersten Autos fahren gar nicht schon raus. Also, geht gleich los. Jungs sind gleich soweit und sortieren sich auf ihren Startpositionen ein. Und dann geht's erneut. 12 Runden um die Wurst, um den Rosinenbomber, den ich jetzt noch gar nicht entdeckt habe. Der steht aber auf dem Tempelhofer Feld. Wer da in Berlin schon mal gewesen ist, der kennt natürlich dieses ikonische Flugzeug. So, da fehlen noch ein paar der Protagonisten, aber langsam wird es voll. Matthias Franzen sehen wir jetzt auch auf der Pole. Zuletzt letzter gewesen. Jetzt startet er von ganz vorne. Und wenn wir die Hupe hören, dann geht's gleich los. Wie gesagt, 12 Umläufe, die Distanz, die jetzt zu absolvieren ist. Und sind wir mal gespannt, was in Kurve Nummer 1 passiert. Ab geht's! Ja, von wegen! Frühstart hier für Thomas Vogt. Der lange Hooper ist es, an dem du losfahren darfst. Ja, ich würde sagen, den Start hat der TV Racing Speedpool-Chef hier ordentlich vergeigt. Hält sich aber trotzdem wacker vorn vor Paul Wingens. Der Mann, der auf der Pole gestanden hat, der ist deutlich nach hinten durchgereicht worden. Und hier rechts, ha, da ist er doch, der Rosinenbomber. Steht jetzt aber auch nicht im Mittelpunkt des Interesses. Paul Wingens macht Jagd auf Thomas Vogt, der mit schön ausbrechendem Heck hier in die 180-Grad-Kehre geht. Die beiden schon etwas weg vom Rest der Welt. Dahinter Jan Sellner in lila-gelb. Wingens weit außen. Will innen reinstechen, klappt aber nicht. Bodo Krehling auf der 4. Hier in Schwarz und Gelb mit Druck auf Jan Sellner. Die beiden kommen zusammen. Bisschen Ping-Pong zwischen den Begrenzungen hin und her. Thomas Vogt mit Fehler. Und damit haben wir einen neuen Führenden. Das ist Paul Wingens, der Nächste in der Mauer. Das ist Steffen Walter, den wir hier sehen in Mint-Weiß.
Auch Wippi spielt damit in seinem rot-weißen Renner. Da hinten einer gerade ausgefahren. Ja, das war nicht ganz zu erkennen. Steffen Walter boxt sich da vorbei. Wippermann hinter sich, der geht außen, nee, innen durch. Leichter Rempler. Paul Wingens mit einer 1:01.09, die neue Bestzeit. Angriff hier, Krähling gegen Sellner. Und wen haben wir da in der Box? Leider im Schatten. Es ist Thomas Vogt. Durchfahrtsstrafe bzw. Stop-and-Go-Penalty wegen Frühstarts. Ja, das ist natürlich 23 Sekunden schon drin. Das wird nichts mit dem Sieg. André Dietzel schaut es deutlich besser aus. Der hat eindeutig den Vorwärtsdrang gepachtet. Finden wir jetzt schon auf der fünften Position hier in Orange und Weiß. Die nächste Nuss, die er zu knacken hat, ist Steffen Walter. Und heftiger Unfall, den wir da sehen. Das waren Krähling und Sellner, wenn mich nicht alles täuscht. Die beiden zurückgefallen, Dietzel und Skotke vorbeigekommen. Steffen Walter, neuer Zweiter, und Paul Wingens an der Spitze, auf und davon. 9 Sekunden der Vorsprung, aber Walter kommt in großen Schritten näher auf der zweiten Position. Ja, denkst du? Das war der Anbremsphase geschuldet. Dominik Reußen mit einer sensationellen Zeit im Rennen. 58,951. Natürlich, der will auch aufholen hinter Wippermann. 8. Position, aktuell 14,8 Sekunden, aktueller Rückstand, während wir gelb in Sektor 1 kurz hatten. Da gab es wohl ein kleines Tête-à-tête, aber nicht weiter dramatisch. Auto wieder im Rennen dabei. Vogt auch wieder aus der Boxengasse raus. Nicht im Bild. 35 Sekunden aktuell der Rückstand. Während Wippermann hier hinter Jan Sellner so ein bisschen festhängt, kann Wingens an der Spitze den Vorsprung auf über 9 Sekunden ausbauen. Wippermann mit weiter Linie. Versucht erst diesmal, bringt aber nichts. Auch nicht, was die Ausgangsposition für die Doppelrechtskurve hier angeht. Wir nähern uns der Halbzeit in diesem zweiten Rennen der RCCO eSport Series in Berlin auf dem Tempelhofer Feld der Formel E-Strecke, wo wir schon so spannende, so spektakuläre Rennen gesehen haben, wo wir den ersten Heimsieg und den ersten Sieg überhaupt für Daniel Abt feiern durften. Vor einigen Jahren im Audi Sport Abt Schaeffler Team und Dreher hier von André Dietzel. Das ist natürlich bitter. Damit fällt er hinter Scotty zurück. Hier sehen wir jetzt von außen. Krähling ist der Nächste, der ansteht und gerne am gepanterten Auto vorbei will. Schöne Flecken auf dem EX0 in Orange und Weiß. Wingens Vorsprung relativ stabil bei 9 Sekunden. Steffen Walter fährt sich da so ein bisschen die Seele aus dem Leib und kann nichts tun, um an diesem Mann hier an der Spitze erstmal ran und dann möglicherweise vorbeizukommen. Da muss sich Wingens schon selbst in den Fuß schießen, aber der ist E-Sport-Experte genug. Ja, in den Fuß schießen, wie es Krähling gerade gemacht hat. Wie es dazu kam, weiß ich nicht. In jedem Fall hat er jetzt richtig Zeit und vor allem Boden verloren, der Fotograf, und findet sich selbst nur noch auf der 8. Position. Hinter Björn Skotke wieder. Jan Sellner im Infight mit Wippermann. Der nimmt diesmal die kürzere innere Linie. Beschleunigungsduell jetzt. Nächste Kurve geht aber ja, wieder nach links. Gerade auf Startziel unterwegs. Wippermann geht innen rein. Reicht's mit dem Bremsen? Ja, gerade so. Wippermann macht Boden gut. Wird dann angeschubst von Jan. Der wiederum von Björn Skotke.
aber das ist gut gegangen. Kein Auto aus der Stabilität draußen. Alle noch mit klarem Geradeaustrend. So, und jetzt dreimal gelbe Nasen mit schlechterem Ausgang für Jan Sellner. Bodo Kräling hat aktuell die Nase vorn. Dann Skotke, dann Sellner. Aber da ist die Messe noch nicht gelesen. Ah, Kräling hält sich erstmal wacker da vorn. Wingens immer noch knapp über 9 Sekunden weg von Steffen Walter. André Dietzel, Sieger des ersten Rennens, den finden wir auf der dritten Position. Und der holt sich auch gerade mal mit einer 58,757 die schnellste Runde des laufenden Rennens. Fährt aber auch so ein bisschen im luftleeren Raum. 2 Sekunden hinter Walter, 5 Sekunden vor Dominik Heussen. Ist ja quasi wie eine Qualifikationsrunde auf leerer Strecke. Entsprechend sind solche Zeiten natürlich möglich, wenn du dich einfach nur auf dich, dein Auto und die Uhr konzentrieren musst. Kräling, Skotke auf 6 und 7. Abstand knapp unter einer Sekunde. Und Scotty probiert es. Bleibt er leicht innen hängen, aber jetzt ist er dran. Dominik Heussen, 58,69. Die Zeiten purzeln gewaltig. Während wir noch 3 Umläufe und den Rest von diesem sehen. Bis auch das 8. Rennen der RCCO eSports Series der ersten Saison mit dem EX0 in die Geschichtsbücher geht. Steffen Walter auf der 2. Er wehrt sich dem Druck von André Dietzel, der mittlerweile die Lücke zugefahren hat. Und bei dem steigen wir gerade mal ein in den Boliden, sitzen da auf der Haube. Sehen, wie er die knapp 6 Zehntel, die da noch sind, verkürzen will. So geht es natürlich nicht. Da hat er gleich mal wieder den Abstand um 1 Sekunde vergrößert. Einmal kurz zu spät auf der Bremse und das ist das Ergebnis. Aber die Lücke fährt er schnell wieder zu. Wingens schon über 10 Sekunden vorneweg. Leichter Anschlag von Zum Sande und toller Drift, aber der macht natürlich nicht schnell. Gleich nochmal die Bande geküsst, rechts hinten. Die Aufhängung hat's mitgemacht. Wippermann unter Druck von Kräling. Skotke, beiden ist da rundenlang behakt haben. Ist jetzt ein Sicherheitsabstand, der zwischen den beiden vergeht. Angriff innen. Und nochmal der Hinweis auf Hashtag RCCO eSport und Hashtag Vision RCCO auf den Social Media Kanälen aka Twitter. RCCO.ag, eure Domain im Netz, um alles über die World EX und die eSports Series der RCCO AG zu erfahren. Und natürlich auch auf dem Kanal bei Twitch, wo am kommenden Donnerstag die World EX übertragen wird. Kräling gegen Wippermann. Halbe Sekunde ungefähr liegt zwischen den beiden. Aber Wippi hält sich wacker. Der Mann, der Events managt, kann offensichtlich auch den EX0 optimal managen. Reicht zwar nicht für die Tabellenführung, aber trotzdem für stabiles Mittelfeld. Bodo Kräling schön eingehakt hinten links. Während Roland Zum Sande am Jan Sellner dran ist, geht um die Positionen 8 und 9, wie unschwer in der Grafik zu erkennen. Wir im letzten Umlauf sind. Die Spitze schon über die Linie. Zum letzten Mal die 2,4 Kilometer hier
unter die Räder nehmen. Die Autos deutlich übermotorisiert für diese enge, winklige Strecke, aber umso spannender ist es für alle Außenstehenden beim Zuschauen. Zum Sande vertut sich da deutlich. Schöner Drift. Und wir steigen ein bei Paul Wingens, beim Führenden, der hier schon durch die allerletzte Kurve fährt, auf Start und Ziel und sich mit über 9 Sekunden Vorsprung seinen Sieg sichert. Steffen Walter auf der 2 über der Linie. Dann André Dietzel, Dominik Heusen, Jens Wippermann, Bodo Kreding, Björn Skotke, Jan Sellner, Roland Zumsande, Thomas Vogt nach Durchfahrtsstrafe auf der vorletzten Position vor Matthias Franzen. Hier nochmal das Ergebnis weiß auf schwarz. Gut gemacht, Paule. Steffen Walter tapfer gehalten. André Dietzel mit enormer Aufholjagd von ganz hinten nach vorne auf die 3. Dann Dominik Heusen, Wippermann stabil. Platz 5 im Mittelfeld vor Kreling, Skotke, Sellner zum Sande und Thomas Vogt. Ja, da hat sich gerade noch was geändert am Ergebnis, aber fragen Sie mich nicht was. Matthias Franzen in jedem Fall auf der 11. Position. Der hat 11 Runden insgesamt absolviert. Ja, das war es dann schon aus Berlin von der Formel-E-Strecke, 2 Läufe plus Qualifikationsrennen und das Ganze gibt es auch am 10. Mai, dann allerdings auf dem Grand Prix-Kurs auf dem Nürburgring, bevor wir dann ins große Superfinale gehen. Qualifiziert euch noch, ein Rennsieg und dann seid auch ihr dabei. Das war's von heute, von hier aus Berlin. Schön, dass ihr alle dabei wart und wir sehen uns dann wieder und hören uns wieder am 10. Mai, dann vom Nürburgring. Bis dahin, gut gehen lassen und ja, schönen Restabend. Ciao.